Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Schönen guten Morgen. Ja, es ist Samstagmorgen. Es ist nicht 8 Uhr. Nein, ich war heute nicht auf der Arbeit. Da war ein bisschen wenig los. Jan hat gesagt, du, ich muss sowieso bei meiner Freundin was machen. Da übernehme ich den Dienst. Ja, habe ich mal, ja, Sun war gestern irgendwie unterwegs in Hamburg, bummeln mit Kumpels oder irgendwas, keine Ahnung. Und habe ihm gesagt, komm, einen Tag frei kann der Junge auch mal haben. Ja, Jan macht heute mal bis 1, 2 Uhr, der macht bei seiner Freundin einen Service, das passt dann auch zusammen. Ja, habe eigentlich auch keine Termine vergeben heute. Ja, wieso ich mir heute mal freigenommen habe, erstmal war ein bisschen wenig los, chill mal auch mal. Ja, Tui ist nicht da, Tui ist mit der Schwester und der Mutter nach Berlin gefahren, da lebt die Schwester. Die Mutter fliegt nach Amerika, ja, da ist die Schwester, die fliegt ab und zu gerne mal hin. Deswegen haben sie gesagt, naja, fahren wir nach Berlin, besuchen die Schwester, lassen die Mutter da und kommen heute Abend wieder zurück. Also Männerbude, Männerweg, sturmfrei, bis auf Jans Freundin, die ist da. Aber sonst sind wir Jungs unter uns alleine. Ja, das Wochenende von meinen Kindern ist es nicht, also die sind auch dann bei sich beschäftigt. Genau, jetzt fahre ich mal schön wieder meinen Weg hier, ihr kennt meinen Weg, ja, das ist mein Arbeitsweg, 3,2 Kilometer, Freunde. Es ist jetzt ja, sehr entspannt. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen traurig hier aus, aber im Sommer ist es geil, schön überall. Und ihr werdet es mir nicht glauben, hier ist 100 erlaubt. Also ich fahre hier keine 100 vor Schiss, aber es ist hier 100 erlaubt. Ne? Aber hier sind Rehe, alter Schwede, ne? Die springen ja aus jeder Lage. Deswegen fahre ich hier 40, 50, keinen Bock auf den Reh anzufahren. Ja, ich fahre erstmal mal jetzt in die Werkstatt, mal kurz mal Hallo sagen bei Jan. Und was ich heute machen will, ja, ihr kennt meinen Freund Dennis mit dem Lambo. Der ist seit 2 Tagen im Krankenhaus, habe ich gestern erst erfahren. Und zwar, der Arm hat Lungenembolie, ist schon hart, ne? Der war, glaube ich, vor 1-2 Wochen bei mir, hat ein bisschen geschnackt gemacht, getan. Hat er gesagt, er kriegt so ein bisschen schwer Luft. Und habe ihm auch mal gesagt, oh, geh doch mal zum Arzt, lass mal gucken und sowas. Und irgendwie vor 2 Tagen ist er zu Hause, hat fast keine Luft bekommen. Und Notarzt, und die haben ihn jetzt nach Harburg gebracht. Und ja, ne, gehe ich mal kurz in die Firma gucken, was abgeht. Dann will ich nach Harburg, aber ich brauche einen Corona-Test. Ja, toll, ne? Also die meisten Testzentren bei uns in Rotenburg sind irgendwie abgeschafft. Jetzt muss ich einfach mal googeln, ob ich im Krankenhaus, vorm Krankenhaus oder irgendwo einen Corona-Test machen kann. Ich hasse Corona-Tests, wenn sie die Scheiße in die Nase reinstecken. Naja, was soll's, für einen Kollegen tut man auch mal alles, ne? Ist nun mal so. Genau, dann fahren wir kurz in die Werkstatt, dann sehen wir uns in der Werkstatt. So, der Tank sieht jetzt auch nicht so toll aus. Also muss man das Baby mal ein bisschen füttern. Mal ab hier auf die Tankstelle, ein bisschen tanken. Gucken, was wieder reingeht. Keine Ahnung, wie sind die Preise? Wollen wir hier mal schauen. Ja, Super Plus 1,83 ist okay. Ja, ist alles, ist auf jeden Fall günstiger. Ich habe letztes Mal, glaube ich, ein bisschen mehr getankt. Also wollen wir das Baby mal voll knallen. Aber wie ich sehe, hier guck mal, was bei der Aral der Preis kostet. Ist immer so eine Sache. Ich tanke lieber bei der Aral, klar. Ist immer angenehmer. Da sehen wir uns mit den Preisen jetzt mal an. Und dann fahren wir. Ja, genau. Ne? Ich fahre heute mit dem AMG nach Hamburg. Klar, kostenmäßig, günstig ist es nicht, aber ein bisschen Spaß muss man sich auch mal gönnen. Ne? Ja, bin doch bei der Jet gelandet, weil drüben kostet das, glaube ich, 13 Cent mehr. Ne, lass mal stecken, Alter. Dann tanke ich immer 98, ob dann. Ist auch okay. Normalerweise tanke ich ja hier Ultimate. 2 Euro oder was kostet das. Die haben das ja nicht hier bei der Jet. Naja, was soll's. Dann kriegst du mal eben 98er. Das kann er schon ab, oder? Denke ich mal. Ja, 1,82, 1,84 ist okay. Mal gucken, was er schluckt. Dann sehen wir uns mal gleich. Da ist schon viel Kohle, was die sich gleich reinnehmen hier. Oh, 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 90. Soll er mal gucken. Ja. Ja, knapp 100 Euro. Ja, ist so. Was soll man machen? 50 Liter dafür bekommen. Jo, locker auf der Autobahn Richtung Hamburg. Ja, Autobahn ist entspannt. Ja, geht, ne? Also. Ja, Volltank, 94 Euro, bisschen was war drin. Ja, okay, wollen wir mal gucken, was er verbraucht. Ja, wollen wir sehen, was er da jetzt mal hier so schluckt. Ich fahre ihn auch sehr locker, Leute, muss man jetzt sagen. Ja, 7,6, jawoll, Alter, ne, Alter, der ist ja richtig sparsam, ne? Was meint ihr, Leute? Naja, ich gebe jetzt auch nicht, ich fahre mal entspannt, weil ich habe ein bisschen Zeit, ich kann um 13 Uhr bei meinem Kollegen ins Krankenhaus, da ist Besucherzeit. Jetzt muss ich aber irgendwo ein Corona-Testzentrum suchen, weil wir zum Rotenburg sind alle zu. Und ja, wenn ich jetzt in Harburg bin, schaue ich mal nach, dass ich da in der Nähe Corona-Test finde. Ne? Naja, dann bin ich ja wohl in 20 Minuten oder was da. Und dann sage ich nochmal, und wir geben ihm mal ein klein bisschen. Und ja, voll, Alter, die Scheißkarre läuft aber ja. Ja? Ja, man darf hier nicht so viel geben, aber er kommt, Digga, sofort. Das ist kein Thema. Jawohl, Freunde.
Wollen wir auch nicht übertreiben. Jetzt fahren wir wieder entspannt. Sprit ist teuer, Freunde. Lassen wir es mal. Also angekommen in Harburg, hier in Klinik. Mal gucken, wo ich jetzt einen Corona-Test mache hier. Also hier steht in der Google steht drin, die haben das hier im Testzentrum. Ach, wir probieren das mal, den Namen Dennis, ich muss mir wohl das geben. Genau, ne, klar, sind jetzt hergekommen, bisschen mit dem AMG rumfahren, passt ja auch, verbinde ich gleich mal beide. Ich hoffe, meinen Kollegen geht's gut, das werde ich mal gleich erfahren, wenn ich mal finde, was Sache ist. Beinahe wäre ich am Marsch, Freunde, guck mal, wo ich geparkt habe, ich Idiot, hä? Geschäftsleitung, nein, bin ich nicht. Notdienstarzt bin ich auch nicht, ach du Scheiße, gut, dass ich das gesehen habe. Genau, jetzt muss ich doch woanders parken, blöd. Ja, Freunde, ja genau, Corona-Test geschafft, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten. Soll ich das auf mein Handy per E-Mail bekommen? Alter Schwede, QR-Code scannen, einpacken, ist schon eine Menge. Aber was soll's, ne? Ja, schon lange keinen Test mehr gemacht, ja, schon ewig her. Oh, wieder schön tief in die Nase, aber da war nett, nicht so tief reingemacht. Aber ich habe gemerkt, jetzt muss ich nochmal zwei Straßen weiterfahren, da wo ich hier geparkt habe. Habe aber hier schon natürlich ein Parkticket gezogen, Idiot. 4 Euro mal weggehauen. Bin aber falsch. Scheiße. Das ist egal. Macht man, alles gut. Genau, ne, da fahre ich wieder, muss wieder ein Ticket irgendwie holen. Aber war umsonst. Auch gut, normalerweise 9,50 Euro. War umsonst. Ist auch okay. Ja, Freunde, keine Ahnung. Ey. Mein Kollege weiß noch nicht mal, welche Station da ist. Jetzt muss ich erstmal mal hier durchkämpfen. Testergebnis ist da. Jawohl, jawohl. Läuft, läuft, läuft. Alles ist gut. Lass uns mal gucken. Das ist ja schlimmer hier, Alter, wie über den Zoll zu gehen, Alter. Das ist ja richtig hier Sicherheit, du. Tote Hose hier. So, jetzt wollen wir vorne mal fragen, wo der Kollege liegt. Lange Wege hier, Freunde. Keine Ahnung, kenne ich mich auch nicht aus hier. Ja, erst mal wieder seit Jahren wieder Atemschutzmaske. Wollen wir mal gucken hier, warte mal. Was hier? Wei. Läuft wieder. Boah, Alter, ich krieg so schlechte Luft. Ich glaube, ich lasse mich hier gleich mit einliefern, Alter, mit der scheiß Maske, ne? Echt bescheuert. Na gut, ich bin da. Fragen wir mal nach, was da abgeht jetzt. Jo, doch wieder falsch. Also, da muss ich hin, Freunde. Ich muss wieder aus dem Gebäude raus. Es gibt wohl ein Nebengebäude. Eieieiei. Also, Haus 10 muss ich wohl, keinen Plan. Also, nochmal hier wieder raus. Ach, eieiei. So, hab jetzt ein, ja, bei meinem Kollegen eineinhalb Stunden rumgehangen. Ja, der arme Kerl. Alter, hier ist der Eingang, Alter, schon hart. Na, guckt euch das mal an. Aber hier Harburg, das ist ein richtig riesen Gelände. Und ja, das vom Hauptgebäude haben die so kleine Gebäude. Und daher liegt er wohl da. Egal, ich habe ihn gefunden, ich habe einen Corona-Test bestanden. Ja, der arme Kerl, das tut mir auch wirklich leid. Der ist von meinem Alter. Und dann sagt er, auf einmal hat er immer schlechter Luft bekommen, immer schlechter Luft. Und er hat wohl einen Pilz irgendwie in seiner Lunge, was die Lunge umgeschlossen hat. Die Lunge war ja um die Hälfte verkleinert, also wäre fast gestorben. Ne? Ja, da macht man sich natürlich auch Gedanken. Ne? Ja, da steht mein Baby. Ja, kurze Wege. Wusste ja nicht, dass er da vorne ist. Na, ich komme ihn die Tage nochmal besuchen, bringe ihm noch ein paar Sachen. Ja, dann gehe ich mir erstmal was essen, nur das reicht jetzt. Ja, aus dem Krankenhaus raus. Ja, war ein bisschen traurig, Freunde, weil... Dennis ist ein guter Freund von mir. Dennis habt ihr noch nie gesehen, aber sein Auto kennt ihr. Er ist der Lambo-Besitzer. Ja, ne, wie gesagt, vor 2 Wochen hat er schlecht Luft bekommen und wir haben Pilz da rumgelegt und ja, ist schon wirklich hart. Ne? 20 Kilo abgenommen hier in 2 Wochen. Er kriegt fast keine Luft. Er sagt, es war so schlimm, es war so schlimm. Da macht man sich schon jetzt irgendwie ein bisschen Gedanken übers Leben, ne? Weil klar, der ist so in meinem Alter und stell dir vor, sowas passiert. Ja, in unserem Alter passiert das jetzt leider viel. Da habe ich jetzt auch schon irgendwie, er hat sich natürlich viel Gedanken gemacht, hat sich gedacht, scheiße, wie ist das Leben, was muss ich ändern, weniger Stress und. Ja, das muss ich mir auch vornehmen. Also ich würde mal gucken, nächste Woche mal wieder einen Termin nehmen beim Arzt, einmal einen Jahrescheck machen, weil ich glaube, wenn man so jetzt einen Freund sieht, der in so einer Situation gelandet ist, da macht man sich selber auch Gedanken. Es kann wirklich, er sagt, mir ging super und auf einmal hat sie ihn erwischt, ne? Freunde, daher würde ich mal sagen, ja, gerne mal aber einmal im Jahr zum Arzt gehen, sich durchchecken lassen und damit sowas nicht passiert. Ne? Da müssen wir alle auf die Gesundheit aufpassen. Stress, 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 das ist auch immer ganz schlimm. Ich versuche auch den Stress runterzufahren, manchmal gelingt mir das nicht. Ja, irgendwie eine traurige Sache, das hat mich jetzt hier ein bisschen natürlich mit runtergenommen. Ja, ich gehe mal hier Harburg was essen.
Als ich früher in Hamburg gewohnt habe, bin ich auch oft hier gegessen. In Harburg, Einkaufszentrum Phoenix, da ist Kürsurfer. Das schmeckt auch richtig gut. Ja, bin alleine, ihr seht das, ne? Ich kenne das ja auch nicht, dass ich alleine rumfahre. Normalerweise habe ich ja meinen Anhang Tui immer bei mir, die ist in Berlin. Und wenn ich schon hier bin, Krankenhaus zu 5 Minuten entfernt, esse ich mal gleich hier was Schönes. So, und dann mache ich mich auf den Nachhauseweg und mache mal so einen chilligen Tag heute. Ja, wie gesagt, Freunde, passt auf euch auf. Lasst euch irgendwie impfen, machen, tun. Lasst euch durchchecken. Lasst euch nicht lumpen, ne? Dann gehe ich erstmal was essen. Hunger. Ja, wir sind wieder zurück. So, nächster Tag, Tui ist wieder da. Ja, juhu, freust du dich? Ja, ich freue mich, super. Sie ist gestern Abend gekommen. Ja, Mutter ist da schön abgelassen worden. Sie fliegt da nach Amerika, habe ich euch schon erzählt gehabt. Ich war gestern mal im Krankenhaus von meinem Kollegen und hat man natürlich sich Gedanken gemacht. So, wie gesagt, erst in meinem Alter. Ihnen hat es gar nichts gemacht. Die blöde Waschmaschine läuft sehr gut hinten. Tak, 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 tak. Die schleudert gerade den lautesten Gang gerade. Ja, ja, gestern Abend hat Rocky ein paar Probleme gehabt, der Arme. Ne? Der lief hier, guck mal hier den Penner hier an. Ne? Zeig ihn mal. So. Also ich weiß nicht, was er gestern hatte, Schatz. Er hat gestern Morgen nicht gefrühstückt. Was hast du denn? Ne? Du bist doch voll der Fresssack. Ja, der hat gestern nicht gefrühstückt. Und dann lag er auch immer in seiner Ecke irgendwie. Und dann ist er immer so vorwärts, rückwärts hier immer hin und her gegangen. Ich wusste, irgendwas hat er, aber ich wusste auch nicht, was er hat, ne? War draußen hin und her, aber er war gestern sehr, sehr komisch. Rambo hat sein Essen doppelt auf. Hat mich vermisst, das ist die einzige Erklärung. Ja, vielleicht, vielleicht. Ne? Da habe ich mir schon Sorgen gemacht, ob ich heute vielleicht zum Arzt gehe, vielleicht hat er was gegessen, was in seinem Magentrakt irgendwie sich festhängt, vielleicht Verstopfung. Schon Gedanken heute Morgen, Gott sei Dank, heute Morgen hat er gegessen. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass er gegessen hat. Ne? Mhm. Ja, da macht man sich natürlich über seine Tiere auch ein bisschen Sorgen. Und der kann ja auch nicht sagen, ich habe das und das. Aber er lief, der hat sich immer vor mir hingesetzt, hat mich immer doof angeguckt. Also, ja, ne, wie gesagt, da war ich natürlich bei Dennis und Dennis, mein Kollege, ist so ein Lebemann, ja, Rennfahrer gewesen hier und kohlemäßig geht es ihm auch gut. Klar, Lamborghini fahren ist nicht einfach, dem fährt er immer so durch die Gegend. Da hat er sich auch viel Gedanken gemacht, hat er auch gesagt, du Mehmet, alles schön und gut, aber irgendwie, wenn man so an der Kippe des Lebens steht, er sagt einen Tag später, er könnte sterben, wenn er es nicht so ernst genommen hätte. Und da hat er sich natürlich viele Gedanken gemacht, sich gestern bei mir auch geäußert, er will sein Leben ändern, er will ruhiger treten. Er will vieles ändern, ne? Freunde, ich sage immer, geht zum Arzt, lasst euch durchchecken, man weiß nie. Also wir sind ja auch, ich habe ja ein bestimmtes Alter auch erreicht. Man fühlt sich gut, aber es kann alles sein. Ich sogar habe Bluthochdruck, muss man jetzt sagen. Weißt du noch, vor 2,5 Jahren? Ich weiß, das war... War ich mal beim Arzt einfach, dann hat die mal Bluthochdruck gemessen, dann sagt sie zu mir, oh, 200. Ich denke, okay, ist gut oder schlecht. Sie sagt, sind Sie aufgeregt? Ich so, nö, bin ich nicht, ganz normal. Oh, ist aber viel, hat sie dann gesagt, ne? Dass sie beim normalen Zustand, da habe ich so ein EKG gemacht gehabt. Und dann lag ich auf der Couch und beim Fernsehen habe ich schon 170, 180 Bluthochdruck gehabt. Ja. Und daraufhin habe ich natürlich meine Tabletten genommen. Ich nehme morgens meine Tablette und versuche mich auch ein bisschen besser zu ernähren. Also Diätplan geht auch voran. Ich muss auch ein bisschen auf meine Gesundheit achten und gehe auch jetzt die nächsten Wochen zum Arzt. Lass mal komplett Check machen. Das Ding hat mir natürlich... Hast du die Hosen voll? Ja, das Ding hat mir Dennis natürlich irgendwie so ein bisschen ins Auge gebracht, wie schnell so ein Leben ja, sich umwandeln kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich wünsche meinem Freund Dennis alles Gute. Ich hoffe mal, der muss noch ein paar Wochen in der Lungenklinik bleiben, dass er wieder auf die Beine kommt. Und der überlegt schon, Lambo wegzugeben, hier zu wegzugeben, hier auszuziehen, auszuwandern, ein ruhiges Leben zu machen. Dennis, bleib erstmal locker, komm erstmal raus. Das Leben geht wieder weiter, oder nicht? Ja. Ja, Freunde, wie gesagt, Tui ist wieder da. Das war so ein Tag alleine bei mir. Ja, einen Freund besucht, was gegessen. Ja, einfach... So. Genossen, alleine zu sein. Ja, genossen nicht, aber klar, ne, jeder braucht mal ein bisschen zum Chillen, ein bisschen zum Denken. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war so dann ein Tag wieder von mir, aus meinem Alltag, was ich so erlebe. So, alles Gute, Dennis. So, liebe Freunde, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen. Klar, ne, es kommen wieder mal ein paar nette Geschichten. Unsere Kennenlernen-Geschichte kommt mal demnächst, da geht's mal weiter. Da haben wir ein bisschen was von uns erzählt. Da will Tui will Tui noch erzählen. Oh mein Gott, die haut mich in die Pfanne. Die sagt mal auch nicht, was das ist. Ist egal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Abonnieren, abonnieren, liken, liken. Und alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Du hast vergessen, ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen.